Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf dem PC auf der Obertal. Ja, wir sitzen zwar noch drin in unserem Vollernte, aber eben, ich weiß nicht, ob es noch zu sehen war, war genau in der Situation, wo ich jetzt hier Aufnahme beende, neue beginne, stand oben da, dass unser MT8 angekommen ist, also unser Challenger ist mitten Flug am Feld 1 angekommen. Aber ich denke mal, die drei Bäume hier, die können wir noch abschneiden. Weil auf Feld 1, ja, das Feld möchte ich ja noch Mais machen, dann. Der eine oder andere wird jetzt sagen, noch mehr Mais, ja, hinten die Felder, also was hier so 12, 16, 6, ne, glaube ich. Die wollen wir ja häckseln. Und wir brauchen ja definitiv auch noch ein bisschen Körnermais, also gedroschenen Mais, dann für die Popcornherstellung. Also deshalb sollte man dort auch zwingend, oder deshalb wäre ich das Feld 1 auch noch entsprechend eben ansehen mit Mais. Ist zwar mit eins der größten Felder, denke ich mal, aber davor haben wir keine Angst vor großem Feld. Also wir könnten auch auf der 1 Zuckerrüben machen, das wäre auch kein Problem, sondern bloß halt viel abfahren, ne? So, die 2 schneiden wir hier unten noch weg. Und dann werden wir uns erstmal um den Flug kümmern. So, von oben nach unten ist schwierig einzuschätzen hier immer, ob das so richtig passt. Er lässt nämlich ganz schön Stumpen stehen dann. Ne? Ich glaube, von unten nach oben zu schneiden wäre besser. Da ist die nächste Meldung hier, dass unser Puma fertig ist mit Düngen auf Feld. Naja, da wo wir ihn eingestellt haben. Wo ist er gewesen? Auf Feld 38, so rum war es doch. Ich glaube, der kriegt dann erstmal keine neue Aufgabe, der Puma. Ich glaube, der ist erstmal so weit durch. Ne? Dann brauchen wir mal Wachstum, damit man, also sichtbares Wachstum, nicht bloß, dass es gekeimt hat. Also schon die erste Wachstumsstufe auf unseren eigenen Feldern, bevor wir dort noch die letzte Düngerstufe ausbringen. Aber da wir ja eine Düngerstufe drauf haben, bevor wir ansehen, ich sag mal, da haben wir eigentlich genug Zeit, um dann das letzte Mal zu düngen, also die dritte Düngerstufe. Und wir werden natürlich einmal spritzen müssen, da werden wir nicht drum herum kommen. Das ist ganz einfach so. Müssen wir sonst Unkraut ausschalten, aber das werden wir, glaube ich, nicht tun. Ja, das ist jetzt ja ein bisschen, ja, schon mal halb auf den Hänger gelegt. Ne? So, den lassen wir erstmal hier stehen. Ja, gucken wir mal, tappen wir mal so rum durch. So, er war jetzt nochmal die zweite Ladung ausladen. Jetzt interessiert mich das gleich mal. Lebensmittelfabrik. Bringen wir vor Schreck hin, dorthin, ne? Oder? Doch, also funktioniert. Er ist halt nur in. Wir sind sicherlich verwöhnt, weil wir sehr oft immer in Zeiteinstellung 5 gespielt haben. Ne? So, hier wird ordentlich angesät und dann sollte hier oben irgendwo. Da ist er. Unser Challenger stehen. Der MD875E hier. Unser erster und einziger bisher Raupenträger, ne? Gut, nee, der Klaas hat jetzt hinten. Erst gut, es ist keine Raupe, es ist ja bloß Bandlaufwerk. So, der braucht natürlich einen Kurs, ne? Feld 1, das wird jetzt bestimmt. So, 3 Vorgewände brauchen wir trotzdem. Feld rein zuerst. Das war der Uhrzeigersinn. Feld rein zuerst. Und 20% Überlappung. Ja, und theoretisch haben wir jetzt hier unten trotzdem noch auf. Stellen wir trotzdem mal auf 15 Meter noch ein. Ja, sieht erstmal so aus, wie es aussehen soll, ne? Mal sehen, ob das Ergebnis dann stimmt. Aber ich gehe mal davon aus. Jetzt weiß ich nicht, ob wir hier auch noch zuziehen müssen. Nee, eigentlich. Ja, beim Flug nicht mit der Überlappung dann, ne? Oder?
Auf jeden Fall müssen wir es erstmal speichern. Und wir werden das trotzdem hier hinten einfach. Die Arbeit müssen wir uns ein einziges Mal machen. So, Beginn. A4, also unser LKW ist fertig, ne? Beginn am ersten Wegpunkt. Und Abfahrer einstellen. Dann kann er sich hier. Weißt du, wo will er denn hin? So, rum wird ein Schuh draus. Ja, der erste Wegpunkt muss da hinten sein. Ich dachte schon, der wollte rüberfahren zu Feld 7. So, unser LKW ist fertig, dann kann er natürlich. Ja, okay, hätten wir weiter hinten generieren müssen, ja. Na ja, gut, ist jetzt egal. Das hier können wir generell erstmal wieder ausschalten. Den Fahrer können wir entlassen. Boss rausnehmen. Und dann kann er erstmal zum. Ich würde sagen, zum Waschplatz zurückfahren, oder? Wir gucken erst einmal kurz was. Bevor er. Ach nee, gut, müssten wir nicht düngen vorher. Nicht, dass wir jetzt hier auf der 1 flügen, hätten vorher mal düngen müssen. Nee, das ist nicht so. Hier drüben geht es langsam aufs Ende. Sind sie am Vorgewende fahren, so wie das aussieht. Ja, hier oben auf Feld 11 hat eben auch schon ordentlich was geschafft. Ist auch schon gut Hopfen angesät. So rum sieht man es, glaube ich, besser, ne? Naja, wird doch. So, 38 ist fertig. 38 muss dann gepflügt werden. Ne, dann kann er wirklich erstmal zum Waschplatz zurückfahren. Ich meine, wir müssen unsere Graswiese noch einmal düngen, ja. Aber wie gesagt, da brauchen wir erst eine Wachstumsstufe. Das wird erst am nächsten Tag passieren. Plus, ein arbeitstechnisch möchte ich Minimum. Ja, also 23, 32 fertig, 11 fertig, 26 fertig. Also das sollten wir schon. Ja, eigentlich müssten wir fast noch. Also es ist 15 Uhr. Nee, wir müssen schon nochmal im Feld ansehen dann. Ja, müssen wir mal gucken. Also die Felder möchte ich dann schon am liebsten fertig ansehen, damit wir eine Wachstumsstufe kriegen. So, wir müssten jetzt auch dann vorne stehen, Bretterpaletten. Die Produktion läuft ja wieder. Also macht er Leerfahrt? Nee, er rangiert. Wohl drei Vorgewände rangiert er noch so viel, ja. Ja gut, der wird das schon machen. Der fährt da oben im Bus. Wir haben doch keinen Verkehr angeschalten. So, er kommt von der Kalkmine. Geht's auch ja kräftig durch den Schlamm durch. Also Schlammlöcher sind etliche entstanden. Ich glaube, das Geräusch hat dort jetzt nicht hergepasst vom Zug, oder? Egal, so, unser Kalkstreuer ist fertig. So, und Feld ist Kontrolle. Ich würde meinen, ordentlich gekalkt, ne? Nichts übergelassen.
Ah, hier kleines Fitzelchen, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt noch zum Feld gehört dann. Also so, das Generieren, das passt schon. So, dann werden wir gleich erstmal hier drüben auf der 33 weiter kalken. Da müssen wir mal kurz jetzt, das können wir rausnehmen. Hier mal kurz einschalten. Damit ich sehe, wo wir hier drüben ansetzen sollten. Ich denke mal, hier reicht das. Können wir hier wieder ausmachen. So, braucht natürlich einen Kurs. Ne? Ist eigentlich soweit noch alles eingestellt, nur dass wir für Feld 33 jetzt wollen. Rundherum zwei vorgewendete Uhrzeiger sind, Feldreihen scharf 20% und 18 Meter, 19 wollen wir ja machen. Und dann wird er gleich hier vorne anfangen. Bin mal gespannt, ob er dann hier diese Ecke, ob er die einigermaßen ordentlich zukriegt oder machen wir gleich mit 18 Metern. Ja, bei 19 Metern und 20%, das sind ja 80, die er da überlappt. So, 1,90 Meter in jede Richtung. So, Feld 34 ist drin, da speichern wir das Ganze. Wir brauchen aber hier Feld 33. Ich meine, es würde funktionieren zum Glück, ne, wenn er hier drüben der 34 gegenüber hätte. Dann speichern das Ganze unter 33 Kalken. So, das ganze Minimum bis dorthin. Und dann fängt er am ersten Wegpunkt an. Da kommt irgendwann die Meldung, dass er fertig ist. Erster Wegpunkt ist ja gleich hier vorn. Das sollte schon soweit passen. Gut, hier ist ein Stück nicht gepflügt, ne? Oder? Hier Qualitätskontrolle. Da, ein Stück nicht gepflügt. Naja, egal. Das ist dann so. So, hier wird Stroh geholt. Sehen, wenn er nichts mehr kriegt, eigentlich. Wo hier vorletzte Bahn Vorgewände. Ein Zuckerrüben. Ah, ich weiß nicht, ob die noch reichen, die drin sind. Das werden wir erleben. Hopfen wird ebenfalls hier fleißig angesät. Er will noch 41 Minuten brauchen wir das Feld. Ja. So, unser Kalkstreuer, der will in einer halben Stunde fertig sein. Er hat sich natürlich auf frischen Dünger geholt. Ja, hier die ersten Bahnen auf Feld 1 sind gezogen. Ja, und der geht jetzt langsam Richtung. Na gut, da muss ja hinten noch ein bisschen, bevor er ins Vorgewende geht. Aber der kann schon zu kämpfen, ist das wohl so steil, ja. Gut, der hat ja frische Kartoffeln gebraucht. Da werden wir auch gleich nochmal hingucken. Aber theoretisch könnte die das Saatgut gar nicht aufgebraucht haben. So, er war fertig und er fährt jetzt hier mal noch zwei Ladungen zum Getreidesilo ausladen. Ne? Okay, aber jetzt erstmal wieder irgendwo wenden. Dann sind doch jetzt bloß noch 100 und da, ne? 191, okay. Das sollte eigentlich funktionieren. Dann ist aus den Außenlagern überall alles abtransportiert, möchte ich meinen. So, hier werden wir eins machen. Hier steht doch irgendwo unser Unimog rum. Genau. Da werden wir erstmal die paar Stunden wegfräsen.
Denn ich kenne mich doch. Auf irgendeinen werde ich dann drauf hängen. Also war noch ein Stückchen Baumstamm dran, da haben wir 284 Hackschnitzel bekommen. Theoretisch könnten wir auch hier unten ein bisschen Bäume hinschmeißen. Das werden wir auch machen. Da können wir nämlich hier vorwärts Richtung bergauf fahren mit unserem Vollernter. Da sollte man eigentlich besser zurechtkommen. So, gucken wir mal, nehmen wir mal am besten hier die drei einfach gleich nochmal mit weg. Und dann können wir die hier unten hinschmeißen. So, unser LKW hat sich mit Mais beladen, wie man sieht, weil es ist der einzige Helfer, der dort rot angezeigt wird, aber rot eben nur, weil die Ladung voll ist. Oder sein Hänger voll ist. Oh, da haben wir doch viel zu weit oben abgeschnitten. Oh, hier kriegen wir noch so einen kleinen Bleistift. Das haben wir ja doch klasse hingekriegt, ne? Den haben wir ordentlich unten erwischt.
So, die erste Sämaschine mit dem Zuckerrüben, der ist fertig geworden mit seinem Vorgewende. Dann hätten wir mal hier noch einen Baum ab und dann gucken wir natürlich sofort hin. Ich denke mal, die werden wir haben es jetzt 15:34 in Game. Also selbst wenn die 2 Stunden jetzt noch braucht. Weil wir müssen natürlich auf 1 weiterspielen, ja. Das ganze Nachteil von der ganzen Sache ist, wenn wir auf 1 weiterspielen, unsere Produktion leisten nichts, ne? Aber ich denke mal, das wird nicht ganz so schlimm sein. So, wie gesagt, gucken wir mal hin. Dann kann ich jetzt hier keine Maus aufrufen. So, Fahrer entlassen. Und ich denke mal, ihn werden wir jetzt hier zur 31, weil dort möchte ich meinen. Genau, da machen wir ebenfalls Zuckerrüben hin. Und der Abfahrpunkt von der 31 müsste ja gleich hier drüben sein, ne? Gucken wir mal kurz nach, aber wenn ich das unten so richtig sehe, sollte das passen. Ja, er wird sich dann sicherlich Saatgut holen, wenn er leer ist. Aber wir generieren hier erstmal, nehmen wir einen alten Kurs raus. Das hier machen wir wieder zu. Generieren hier einen neuen Kurs für die 31. 32 haben wir ja gemacht. 3 Vorgewände. Uhrzeigersinn, Feldreihen, scharf. 20%. Und generieren. Er wird natürlich oben anfangen. Das ist eigentlich so optimal. Nee, genau andersrum müsste es für einen Thresher sein. Aber gut, ja, bei der Sämaschine, denke ich mal, das spielt keine Rolle. Hier hat er jetzt weit genug, jetzt fährt er vorn rein. Hier brauche ich es nicht zuziehen, ne? So sieht es besser aus. So, das wird 31 sehen, Pronto 9. Er kann anfangen am ersten Wegpunkt. Muss natürlich jetzt hier drüben auch noch die 31 der Form halber kriegen. Es würde zu 100% mal 32, was auf der anderen Straßenseite liegt, auch funktionieren. Und Abfahrer einstellen. Dann hier ebenfalls Rüben drauf. Und dann sollte es ja eigentlich schon mal weitergehen. So, aber wir müssen. Ja, ich dachte, ich finde so rum ein Holzernter schneller, ja. Sag ich mal aus, laufen wir hin, sind wir schneller dort. Wenn er noch da steht. Ist das so hoch? Oh, das wird wieder teuer beim Terraforming. Oh, da bleiben wir der Äste dran. Wo war der zweite hier, ne? Ab ist er. Das wird ja ganz schönes Mikado, was wir hier machen. Hier ist auch noch ein Ast dran. Ich vorhin gar nicht gesehen, war da vorne auch schon dran.
Ja, sondern das eine sind Tannen, das andere sind Kiefern, ne? Tannen sind einfach größer. Bringt man sozusagen auch mehr Holz raus. Gehe ich mal davon aus. Mensch, da bleibt wieder ein Ast dran. Sehe ich nicht. Da ist er doch. So, wir werden jetzt aber eins machen, wir werden erstmal hier die Stumpen wegfräsen. Und dann werden wir mal hier die Fuhre aufladen. Ich nehme es versuchen. So, den einen holen wir uns dort noch. Ja, hier so rüber machen wir, der muss ja zweite dort auch noch mit weg, dann. Wir sind aber noch nicht ganz oben angekommen, ne? Aber bevor wir hier natürlich wieder an solchen hohen Stumpen und hängen bleiben, werden wir die vorsichtshalber mal wegfräsen. So, eigentlich genau das, was ich nicht wollte. Ich wollte eigentlich hier, dass der Stumpen frei bleibt. Das mal hier ein Stück rüber. Dann wenn wir mit der Prux anecken an so einem Baumstamm, ist er weg. Dann noch ordentlich was da, ne? Wenn wir ja 800, ah ne gut, es waren ja 280 drin, ne? Hackschnitzel. Eine Hackschnitzel haben wir ja auch noch genug eingelagert von der Häckselaktion. Ja. Weiß ich ja nicht, was wir damit machen. Meine Vorschläge gab es da schon jetzt hier in platzierbares Heizkraftwerk oder irgend sowas, aber ja. Ich denke mal, Produktion in dem Sinne haben wir erstmal genug. So wie es aussieht, steht unser LKW, steht natürlich jetzt hier am Außenlager 4, weil es ist orange dort, wie wir sehen. Er belädt sich nicht weiter. Ach nee, er fährt mit 39 km/h. Okay, also er ist weitergefahren. So, da sind die erstmal weg, die Baumstämme, die Stumpen. So, dann müssen wir dann gucken, wie wir das hier morgen verladen. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Geht's morgen hier weiter.
Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet. Bis dahin und tschüss.